Denn wir beginnen mit Dortmund und Leipzig, die ja gegeneinander gespielt haben am Samstag. 2:1 Sieg für die Borussia nach zuvor drei Niederlagen hintereinander in drei Wettbewerben, Champions League, Pokal und Bundesliga. Jetzt also das Comeback und Nuri Sahin stellte gleich mal klar, was da gelaufen war. Ich musste keinen Glauben einimpfen. Wir sind auch in Wolfsburg in das Spiel gegangen und waren klar, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Und ich habe es gesagt, das will keiner hören, aber ich habe auch wann haben wir gespielt? Dienstag. Dienstag habe ich auch eine Mannschaft gesehen, die alles gegeben hat. Nur wir wurden am Ende nicht belohnt. Und heute ist es so, dass die Jungs von vornherein im Spiel waren. Das war jetzt auch nicht so, dass wir nur verteidigt haben. Die Jungs haben den Plan richtig gut umgesetzt heute, haben immer nach vorne gespielt. Und der Glauben an diese Mannschaft, auch wenn wir 7-mal hintereinander verlieren würden, ich glaube an diese Mannschaft und die Jungs glauben an sich. Und das ist der Weg, den wir gehen müssen. Der Weg ist, manchmal leidet man, aber mit Leiden lernt man. Und das tut sehr, sehr gut. Wir sind auf einem, wieder auf einem besseren Weg, aber wir lassen uns von diesem Weg nicht abkommen. Und leiden musste Borussia Dortmund zuletzt reichlich. Mhm. Insofern für Sie eine überraschend positive Antwort nach diesen drei Niederlagen hintereinander. Wie haben Sie den BVB erlebt am Samstag? Tja, da frage ich mich immer, ich denke so, jetzt können wir das doch mal, wo heftig ich das jetzt ab? Man möchte also Dinge klar haben. So. Also wo heftig ich jetzt Dortmund ab? Und erst muss man ihnen gratulieren, denn das war Ultimo. Also da gegen Leipzig kann man auch schön eine gezogen kriegen und das wäre zu diesem Zeitpunkt schon dramatisch gewesen. Also das, glaube ich, machen sie auch in Dortmund kein Hehl. Ob da gleich der Trainer rausgeworfen wird, was weiß ich, das hätten wir alle abwarten können. Aber dass da also richtig was los gewesen wäre. Und dann spielen sie das Spiel so und du denkst, ja, guck, so spielt Borussia Dortmund. Welches Dortmund? Und das ist das, was mir fast leid tut für sie. Das, jetzt könnten sie doch richtig mal durchatmen und kriegen von jedem gesagt und den Durchschein eben auch. Aber immer wenn er auf dem Wege war, so jetzt ist der Weg und jetzt, ja, wir sind auf einem besseren Wege. Natürlich sind wir jetzt auf einem besseren. Sie trauen sich selber nicht. Ja. Genau das. Und Sie müssen sich sagen, nach einem richtig guten Spiel müssen Sie sich sagen lassen, darf man auch mal nachfragen, warum nicht immer so? Denn das könnt ihr ja. Wenn eine Mannschaft über ihre Verhältnisse spielt, also letzte Saison Leverkusen, jedes Spiel gewinnen, kein Spiel verlieren, kann man sagen, ihr habt sie nicht alle. Und da haben sie selber gesagt, ja, wir haben sie auch nicht alle. Wir schießen Tore in der 98. Minute. Aber das hier ist ja nicht, das ist so. Geben Sie mir nächste Woche, dann sage ich, kann ich das Spiel bewerten. Geben Sie mir nächste Woche das nächste Spiel und dann bin ich ja bereit zu sagen, ich glaube, jetzt haben Sie es. Ich gebe Ihnen erstmal die Tabelle. Ja. Gucken wir einmal drauf, denn das und macht auch einmal deutlich. Ja. Und aus allem im Übrigen, was noch dazu gehört, alles, was wir über die anderen reden werden jetzt, die, toll und großartig, das Pech ist nur, dass die da oben ganz vorne sagen, macht ihr mal untereinander. So, und dann sieht das so aus. Und die Bayern jetzt Erster mit 23 Punkten vor Leipzig mit 20. Und das macht die Dramatik deutlich, die eingetreten wäre, hätte Dortmund zum Beispiel verloren. Die Dortmunder sind jetzt auf Platz 5 mit 16 Punkten, also nur 4 Punkte hinter Leipzig. Sonst wären es eben deren 10 gewesen, da ja Leipzig. Ja. Aber sie sind punktgleich mit dem Vierten und das ist Bayer Leverkusen und das ist das, um was es für Dortmund vernünftigerweise wohl erstmal gehen wird. Wenn da noch mehr irgendwann auf dem Laster fällt und sie doch ins Meisterrennen eingreifen könnten, würden sie es ja machen. Jetzt sind sie wieder mit dabei. Leverkusen hat ein prima Spiel gemacht, 2 Punkte verloren gegen Bayern. Die haben alle irgendwie gewonnen. Aber am Ende doch nicht so richtig, wenn du die Tabelle anguckst. Lief alles für Bayern München an. Alles für Bayern gelaufen. Einer, der besonders auffällig agiert hat bei Borussia Dortmund, war der neue Bayer. Und auch über den hat sich Sahin ausgelassen.
Ja, das habe ich euch ja schon länger gesagt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich in dem Fall mal recht behalten habe, weil es um einen jungen Spieler geht, um einen jungen deutschen Nationalspieler geht. Und der ist erst ein, zwei Monate hier und wir haben ihm alle Zeit der Welt gegeben. Und ich bin überglücklich, dass er nicht nur das Tor gemacht hat, sondern dass man auch gesehen hat, wenn der Junge ankommt, was er leisten kann. Und ja, wir sind sehr, sehr froh. Ich wusste das aber auch schon vor diesem Spiel, dass wir da einen Topspieler haben. Und jetzt schwimmt er sich frei, wie es bei einem großen Verein sich gehört. Da muss man auch mal ja, geduldig sein. Und das war er. Er kommt jeden Tag und gibt Vollgas. Und ich freue mich für ihn sehr. Ja, Maxi Beyer, ganz starkes Spiel. Ist das jetzt die Offensive, glauben Sie, auf die auch Şahin setzen wird? Also Beyer eher über rechts, Gitten links und in der Mitte eben Girassi. Klingt doch nicht so schlecht, oder? Es klingt super. Beyer, hatte ich mich auch gefragt. Junge, gewogen und doch zu leicht befunden. Wirkt ja auch körperlich so ein bisschen fragil alles. Du dachtest so, ist das wirklich Dortmund? Dass der Fußball spielen kann, sonst hätte den Nagelsmann sich auch nicht verrückt geworden und holt den in die Nationalmannschaft, nur weil ihm gerade nichts Besseres einfällt. Also, das ist einer, der kann's. Aber offenbar kann man bestimmte Dinge nicht einfach umkurven, sondern du musst in so einem Club, das ist anders als Hoffenheim. Und das hat er gemerkt. Er war ja der ausdrückliche Wunschspieler von Şahin, weswegen man auch Füllkrug gerne hat gehen lassen. Ja, weil er diese Art Fußball, die, so wie Sie es gerade beschrieben haben, Gittens, Girassi, Beyer, das ist die Art Fußball. Und ein Malen saß noch auf der Ersatzbank. Also die Dortmunder Offensive hat viel zu bieten. Und wer nicht richtig mitzieht, hat Konkurrenz. Also die sind ja, jetzt sind wir wieder bei Null, das klingt alles so gut und dann spielen sie wieder irgendein Mist zusammen irgendwo und emotionslos irgendwie, ich weiß nicht was. Also geben Sie mir nächste Woche, dann bin ich ja bereit, wieder die drei da zu feiern. Dass die es drauf haben, hat so ein Bart mittlerweile Dortmund. Nur das sollte ja Şahin ändern. Deswegen nochmal, ich verstehe seine Euphorie und das geht ihm gut. Und das gönne ich ihm auch von Herzen, weil ein prima Junge ist. Aber er wird genau das abstellen müssen. Nicht solche Spiele wie dieses, sondern die anderen. Das kann nicht sein, dass das jedes Mal eine Wundertüte ist. Sonst bist du kein Spitzenklub. Das hatte er ja ganz explizit gesagt, glaube ich, nach der Niederlage bei Union, dass er sagte, eine Spitzenmannschaft zeichnet aus, dass sie auch mit durchschnittlichen oder sogar auch mal schwachen Leistungen Ergebnisse holt. Das gilt für jede Spitzenmannschaft der Welt. Die solche Abende wie gegen Leipzig, da können sie sich strecken auf einmal. Und gegen Real in Finals, da sind sie da. Wenn du in die Pampa fährst, in die Mühen der Prärie, wenn du dort 1-0 gewinnst, alle sagen, das war aber schlimm. Genau, Mund abputzen, weiter, 3 Punkte und jetzt sind wir bei der Musik. Nicht gewinnen solche Spiele, da werden die Meisterschaften entschieden. Und wer das begriffen hat und das hinkriegt, das können Sie in jeder Liga der Welt, können Sie sich das angucken. Clásico ist ein toller Abend in Spanien. Die Meisterschaft vergeigst du mit dem 1:1 in Alaves. Das habe ich nicht erfunden, ist so. Wir wollen einmal Jens Lehmann zuhören, Torwartlegende, unter anderem ja Nationaltorwart gewesen und auch bei Dortmund und Schalke im Tor gestanden. Aus seiner Sicht fehlt Mats Hummels dieser BVB-Mannschaft. Jens Lehmann. Ich finde den Kader gut. Ja, Mats Hummels wurde verloren. Fehler, ihn abzugeben? Im Moment sieht es so aus, als wäre es ein Fehler, weil er hat sicherlich eine dominante Rolle in der Kabine gespielt. Mal unabhängig davon, dass er älter wird, aber wenn jemand vor 3 Monaten noch Champions-League-Finale gespielt hat, kann er so schlecht nicht sein. Und sagen wir mal, als jemand, der vielleicht auch die Hierarchie vorlebt, kann ich auch nicht ganz im Detail sagen, weil ich war nicht in der Kabine, aber so hat es den Eindruck gemacht und vielleicht auch mal mit seinen Mitspielern spricht und auch mal was anspricht. Konfrontation ist ja heute bei dieser Spielergeneration jetzt nicht das beliebteste Medium, um miteinander auch mal zu kommunizieren. Also glaube ich schon, dass Mats Hummels da dem BVB fehlt. Jens Lehmann gestern zu Gast bei Bildsport, unserem Talk, immer sonntags bei Welt TV. Wie ist Ihre Hummels-BVB-Perspektive? Na, ich habe gestern erst mal geguckt, ob er bei der Roma gespielt hat. Keine Minute.
Das ist doch die kleine Königsfrage wieder. Nur weil er Mats Hummels ist und weil er die Verdienste hat und weil er klar die Dinge angesprochen hat und manchmal so klar, dass er dem Rest richtig auf die Makrone gegangen ist. Aber du musst doch trotzdem dann auch, sagen wir mal, Spitzenfußball abliefern können. Kriegt er das noch hin altersmäßig? Das ist doch kein Vorwurf gegen ihn, oder das ist keine Charakterfrage, nichts, sondern einfach, was hast du denn noch an Körnern zu bieten? Also nur einen, der es klar anspricht, reicht nicht. Der muss es dann spielerisch auch auf den Platz bringen. Kapitänsfrage Emre Can. Das ist doch... Der jetzt als Innenverteidiger ein prima Spiel gemacht sein Glück findet. Ja, herzlichen Glück. Ja, dann wird sich Süle freuen und all die anderen, die da hinten, Anton, die man auch geholt hat. Na, ich gönn's ihm wirklich, dass die... Lass doch ganz kurz nur einen Halbsatz zu Can. Das war wirklich zum Teil unterirdisch, was gelaufen ist. Das meiste haben wir gar nicht mitgekriegt, weil er kriegt es dann in den sozialen Medien kriegt er es dann richtig. Dass das mal gut gelaufen ist, prima. So, dennoch, auch ihn braucht es, aber da haben wir es dann, lass doch mal von Hummels einmal kurz rüberschwenken. Can ist der Kapitän, du bist nicht Kapitän, weil da Kapitän draufsteht, sondern weil du Kapitän sein sollst. Also sollst führen, sollst, wenn es mal holprig wird, sollst du die Dinge klar ansprechen, laber, laber. Wenn du aber selber, und jetzt jenseits der Sauereien, die da gelaufen sind, deine Leistung war nicht gut. Wenn der Kapitän nicht gut Fußball spielt, ist es jetzt wurscht, ob er der Kapitän ist oder der kleine Matrose. Sondern dann muss ein anderer spielen. Das schafft diese Hierarchie nicht, die eine Mannschaft braucht, wenn der Wind von vorne kommt. Wenn alles super läuft, machen alle Tralala und Hopsasa, das ist... problemlos. Wenn der Wind richtig kommt, bei Union und anders und Augsburg und anderswo, dann brauchst du diese Typen, einen Hummels. Also ob das jetzt wirklich Mats Hummels hätte retten können und ob er ihn, da weiß ich nicht. Ich kann es auch nicht sagen, dass es nicht stimmt. Jedenfalls fehlt ihnen, wenn es nicht läuft, fehlen ihnen diese Hierarchien. Und auch das lässt sich nach dem Spiel vorgestern freundlicherweise nicht bewerten. Das ist Unsinn. Das lass mal abwarten. Da lief's. Und wenn es läuft, ist das nicht gefragt. Gefragt ist es, was spielen Sie nächste Woche? Mainz 05, ne? Glaube ich. Ich weiß es nicht. Wir werden es noch rauskriegen. Wenn es wieder in die Steppe geht und wenn der Wind bläst, dann will ich sehen, ob sich da etwas rausbildet. Das kann nicht ein Maxi Bayer sein, der muss sich erstmal mit sich selber beschäftigen. Emre Can muss sich stabilisieren, sie können das alle durchgehen. Julian Brandt ist ein wunderbarer Junge, der kann hinterher toll die Dinge erklären oder ist ein toller Kicker, aber ist auch nicht einer auf dem Platz, von dem du denkst, so jetzt haut einer mal hier dazwischen. Effenberg-mäßig, vielleicht auch Hummels-mäßig in guter Form. Aber das ist die Hierarchienummer ist doch, hat doch auch so ein Bart. Jeder möchte sie haben und die muss klar sein. Wenn du sie hast, hilft's. Wenn nicht, kann das eine Erklärung dafür sein, dass du manche Spiele nicht so spielst wie am Samstag.